ich freue mich natürlich, dass unser Traditionsturnier am Roten Baum jetzt einfach mit dem neuen Veranstalter nochmal ein bisschen Anlauf nimmt, in eine andere Wertigkeit, andere Attraktivität reinzukommen. Europäische Tennismeisterschaften, dazu die U21-Europameisterschaft. Das ist natürlich schon ein richtig guter Schritt nach vorne in die Zukunft, auch für dieses Turnier in seiner Perspektive. Und ich erwarte mir schon, dass wir damit auch den Tennissport in der Breite, nicht nur in Hamburg, sondern in Deutschland, auch noch stärker verankern werden. Dadurch, dass es eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung ist, hat sie natürlich eine ganz andere Nachhaltigkeit als die Veranstaltung, die nur einmal hier stattfindet, wie in der Weltmeisterschaft. Und wir haben schon den Anspruch, dass wir auch durch das ganze Programm rund um das Turnier, also all das, was im Nachwuchssport, im Breitensport, im Behindertensport jeweils dann hier mit dem Fokus Tennis stattfindet, dass das eben auch Aktivierung, Mobilisierung, Motivation mit sich bringt, sodass es voll einzahlt auf die Ziele der Active City. Ja, ich glaube, das ist eine enorme Aufwertung. Es ist erstmalig in Hamburg der Europameisterschaftstitel. Das glaube ich, das ist wirklich ein Meilenstein. Und wir freuen uns natürlich, dass uns das gelungen ist, gemeinsam mit dem Europäischen Tennisverband und auch mit der Unterstützung des Deutschen Tennisbunds die Europameisterschaften in Hamburg spielen zu können. Ja, das Interessante ist erstmal, dass wir keine Meldung haben, wie es üblicherweise ist, dass es nach Ranglisten geht oder nach Titeln oder sonst was, sondern erstmal, dass jede Nation praktisch einen Spieler melden kann. Das wird sehr interessant, dass man da mal Spieler sieht aus gewissen Ländern, die man sonst nicht an einem Ort sieht. Wir werden sicherlich auch stark vertreten sein und dazu kommt natürlich die neue Zählweise, ein neues Zählformat, was mal interessant zu beobachten ist. Ich habe es live noch nicht gesehen. Ja, wir haben an diesem Thema schon gedanklich gefeilt seit vielen Jahren, weil wir nicht verstanden haben, warum es in allen Sportarten Europameisterschaften gibt, aber nicht im Tennis. Und deswegen konnten wir den neuen Präsidenten des Verbandes und den Board of Directors vom Europäischen Verband überzeugen, dass das eine gute Idee ist, auch den Europäischen Verband mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und hier gemeinsam ein Produkt zu entwickeln, das nachhaltig natürlich sehr wertvoll sein kann. Ja, es wird also das Stadion ja schon teilweise saniert sein, vor allem das Dach wird neu belegt sein, was so eine große Diskussion in den letzten Jahren war. Ne? Dank der Mithilfe des DTB, dank der Mithilfe der Stadt Hamburg und vor allem dem großen Mäzen und Spender Alexander Otto ist es gelungen, diese Renovierung zustande zu bringen. Ne? Das gibt dem Ganzen natürlich eine schönere Anlage. Ne? Wir werden hier außen einiges tun, also das Entertainment-Programm wird gestärkt. Die Öffentlichkeitsarbeit mit dem Publikum wird verbessert werden. Wir werden also auch im Publikumsbereich mit den Besuchern kommunizieren. Also wird eine Open-Air-Bühne geben mit Moderation und so weiter. Ne? Also hier wird einiges an neuen Dingen passieren. Ne?